Es ist nicht irgendein Tag. Nicht irgendein Event. Es ist die Herausforderung seines Lebens. Der Tag, für den er viele Opfer gebracht hat. Morgen. Tja, dann ist es soweit. Ja, relativ gut geschlafen. Sieht man in meinem Gesicht. Es ist früh. Es wird ein sehr langer Tag, aber richtig Bock drauf. Lass es mal kommen. Schlaf war gut. Frühstück ist gut. Was willst du? Guten Morgen. Morgen. Blumen da, Holland ist da. Guten Morgen. Mein Gastherr ist da. Ich nehme ein. Ab geht's. Die wilde Fahrt. Bis, ich weiß nicht, heute Abend. Ich spanne, kommt schon. Das geht von selber. Wenn du um dich rumguckst, was hier los ist, ist schon der Hammer. Aber eigentlich schon Spaß. Vorfreude. Es geht endlich los. Es war ein verdammt langer Weg. Also das Schwimmen war okay, da habe ich mich gut gefühlt. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten um mich herum mitzuschwimmen. Ich weiß meine Zeit nicht, aber vom Gefühl her war das prima. Ich denke, dass Erik immer Ziele braucht in sein Leben. Er ist erstmal mit dem Radfahrteil angefangen. Und wenn er das einigermaßen im Griff hat, hat er gedacht, oh, dann kann ich vielleicht auch das Laufen und das Schwimmen dazu bringen. Und das ist dann eine neue Herausforderung. Ich bin auf den Rad gestiegen, die ersten Meter waren schwierig und danach bin ich in die zweite Runde, eigentlich bin ich in einen leckeren Rhythmus gekommen und konnte ich bei einer sehr großen Gruppe ein klein wenig anschließen und ich habe mich immer besser gefühlt beim Fahren.
120 fühlte ich, habe ich mich besser gefühlt, bei 140 noch besser. Aber ich konnte keine Energie mehr speichern. Ein Körper kann mehr, als was man am Anfang denkt. Du bist auch mit 50 plus trainable. Also du kannst dich noch steigern, verbessern. Natürlich mit einer Disziplin, natürlich mit Fachleuten um dich rum, die dich Rat geben. Und ich hatte natürlich auch noch ein paar Leute, die mich enorm unterstützt haben mit meinen Klamotten und mit meinem Fahrrad. Und ja, das hilft natürlich enorm. Wenn die Materialien gut sind, dann bleibt nur noch eins übrig und das ist der Körper. Seit 20 Monaten trainiert er für diese Tage, das stimmt. Was bedeutet das, dass er sehr viele Stunden beschäftigt ist mit Training? Aber das geht noch einigermaßen, er kann das gut einpassen. Es kostet sehr viel Zeit, das ist ein Ding, was sicher ist. Dark rolls in and it starts to rain. Staring out to the cage-like walls. Time goes by and the shadows crawl. Crushing candy, crushing pills. Got no job, mom pays my bills. Texting exes, get my fill. Sweating bullets. Es pusht. Und die Leute müssen verstehen, dass wenn Athleten vorbeikommen, dass sie sich echt quälen und es gut tut, wenn du deinen Namen hörst. Auch wenn die Leute dich nicht kennen. Und das ist so eine Stimulanz, um dann noch mal eine Schippe draufzulegen oder ein klein bisschen Gänsehaut zu bekommen. Und ich habe das genossen, von kleinen Kindern bis Opa und Omi. Danke alle. Vor 5 Jahren hat Erik mich angefeuert beim Ironman in Maastricht und ja, heute bin ich dran. Damals ist so ein bisschen der Funke bei ihm übergesprungen und ja, jetzt hoffen wir mal, dass er das heute schön über die Finishline bringt. Er spricht immer noch, wenn man ihn anfeuert und hat ein Lächeln auf den Lippen, also von daher alles gut. Ja, dann kackst du ab beim Laufen und das ist dann auch passiert. Bis Kilometer 30, da hatte ich das Gefühl, dass irgendein kleines Gartenzwerg mit einem riesen Hammer mich eine voll in die Tröte gegeben hat. Und da war es eigentlich over and out. Da habe ich mich 10 Minuten bei die Apotheke, Akuna Apotheke, hinlegen müssen, weil mir war schwindelig. Ich konnte nicht auf die Beine stehen. Und zum Glück hat jemand gesehen, dass ich unterzuckert war und hat mich direkt Cola gegeben. Und das hat enorm geholfen. Es war hart, aber das wusste ich ja auch vorher. Aber so hart hatte ich nicht erwartet. Ich habe alles gegeben, was in mir war. Jetzt bin ich nur froh, stolz, müde. Ja, war eigentlich eine geile Nummer. Ach ja, es sind sehr viele verschiedene Emotionen natürlich. Du bist kaputt. Ich habe 3 Liter Bier über mich geschüttet bekommen, also ich habe kalt, müde. Aber sehr, sehr glücklich. Sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Es war scheiße. Es war lang. Es war warm. Ich hasse einen Kanal. Und es ist geil, hier wieder drin zu sein. Ja, es war ein toller Tag. So viele feine Leute unterwegs, die alle unterstützt haben, auch in dieser schwierigen Zeit. Hammer. Ooh, ooh.
meine Sandra, die kenne ich 34 Jahre. Die ist immer da. Und das weiß ich auch. Auf Erik Meier hier in Rot mit seiner ersten Langdistanz. Dein Applaus! Wo ich vor 2 Jahren angefangen habe, hatte ich gedacht, wenn du das machst, musst du es so professionell wie möglich machen. Alles dafür tun. Vieles dafür lassen. Und das hat sich gelohnt. Ich habe mir das Schlafen gerade eingebracht.